Grüß dich und willkommen zur TAP-Herausforderung in Blumenzeller 6 am 2.12.2024 auf der Grahage Schwierigkeitsstufe Mittel. Und das sind die Regeln. Das Ganze erstreckt sich über zwei Runden. Du hast ordentlich viel Kohle und das Hafenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's. Hier gibt es viele unterschiedliche Lösungen und ich zeige dir zwei davon. Die erste Lösung geht mit dem Klebstoffschützen. Wie kann es auch anders sein? Den platzierst du hier schön an die Kreuzung hier in Mahals Verbesserung 5, 0 und die Stufe 2. Dann nimmst du einen Zauberer und den platzierst du links von dem Klebstoffschützen, also in etwa so hin. Mach als Verbesserung 0, 2 und die Stufe 5. Okay, ab hier kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Der Zauberaffe enttarnt hier alle Bloons. Hier sind ja alle Bloons getarnt. Und der Klebstoffschütze erledigt dann den Rest. Die Keramikbloons, die wollen sich natürlich sehr schnell erneuern. Aber das stoppt er mit seinem super Blumenlöserkleber hier. Der ist wirklich super stark gegen Keramikbloons. Dann in Runde 64 kommen Moabs, auch drei gepanzerte. Aber auch die sind kein Problem für unser Duo. Und das ist der erste Sieg. Ich bekomme ja 90 Hafendollar und ein Affendorf mit 021. Bei der zweiten Lösung nimmst du einen Druiden, den platzierst du hier schön an die Kreuzung hin. Mahalsverbesserung 2, 5 und 0. Und dann nimmst du einen Meeresaffen und den platzierst du hier auf die Wasseroberfläche. Das merkst du, wenn der Einsatzradius sich vom Meeresaffen vergrößert, dass der dann auf dem Wasser ist. So in etwa. Mahalsverbesserung 0, 2 und die Stufe 4. Mehr ist hier nicht notwendig. Und hier kannst du dein Spiel auch schnell laufen lassen. Der Meeresaffe enttarnt die getarnten Bloons, wobei die auch Schaden nehmen, sobald sie auf diese Dornen kommen. Aber die müssen sich erstmal ausbreiten. Und bis dahin hilft der Meeresaffe dann ein bisschen aus. In Runde 64 kommen ja bekanntlich wieder diese Moabs. Die werden dann vom Meeresaffen vom Weg abgeleitet. Dadurch hat der Druide mehr Zeit, um sie zum Platzen zu bringen. So, das ist Sieg Nummer 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.